Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ehemalige Bremer BAMF-Leiterin verteidigt sich. Sie sagte der Bild-Zeitung, der Vorwurf der Korruption sei lächerlich. Stattdessen beschuldigt sie Ex-BAMF-Chef Weise. Für ihn hätten nur Fallzahlen und Bearbeitungszeiten gezählt. In der Außenstelle sollen mehr als 1000 Asylanträge zu Unrecht bewilligt worden sein. Bekannter russischer Journalist in Kiew ermordet. Laut ukrainischer Polizei wurde Arkadi Babchenko in seinem Wohnhaus erschossen. Er galt als scharfer Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Den Vorwurf aus der Ukraine, dass Moskau hinter der Tat stecke, wies Außenminister Lavrov zurück. Noch immer keine Übergangsregierung in Italien. Nach den gestrigen Beratungen konnte der designierte Ministerpräsident Cottarelli nicht wie erwartet die Ministerriege bekannt geben. Er will heute erneut mit Präsident Mattarella das Vorgehen besprechen. Gefechte im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Als Reaktion auf Raketenbeschuss aus Gaza hat die israelische Armee in der Nacht zahlreiche Luftangriffe geflogen. Dabei seien 25 Ziele der radikal-islamischen Hamas und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getroffen worden. Schwere Unwetter in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Städten sind gestern viele Straßen überflutet worden. In kurzer Zeit fielen bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter. In Wuppertal stand ein Einkaufszentrum unter Wasser. Das Dach einer Tankstelle brach über mehreren Autos zusammen. Das Wetter. An der Ostsee heute sonniges und trockenes Wetter. Auch in der Südwesthälfte sehr freundlich. Später wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern. Zum Teil mit schweren Unwettern. 20 bis 31 Grad.